Du bist gerade 18 Jahre alt geworden und möchtest dein Motorrad drosseln, aber denkst du dann, man steckt doch keine Vögel in ein Motorrad? Heute gibt's die Aufklärung, warum das Drosseln mittlerweile schon empfehlenswert ist. Das und mehr nach dem Intro. Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist motorchecker.at, die Motorradvergleichsplattform vom Internet, und heute über ein ganz interessantes Thema, über das ich in der Vergangenheit schon viele verschiedene Videos gemacht habe und schon gesehen habe dazu. Doch technisch hat sich sehr viel getan und deswegen muss ich meine Meinung revidieren, beziehungsweise möchte ich euch über einige interessante Punkte aufklären, die sich in den letzten Jahren in der Motorradindustrie massiv verändert haben. Aber zuerst mal zur Grundthematik. Du darfst ja kein Motorrad kaufen, was die doppelte Leistung hat zum Drosseln. Das heißt, du darfst kein Motorrad kaufen, was 120 PS hat und das drosseln. Sondern du musst ein Motorrad kaufen mit maximal 95 PS, kannst dieses auf 35 kW dann drosseln und darfst es mit 18 Jahren fahren und nach 2 Jahren entfernen. Früher war es so, dass du Drosseln in das Motorrad gegeben hast. Das heißt, du hast eine Gaszugdrossel gehabt, du hast eine Auspuffdrossel gehabt, du hast verschiedene Arten der Drosseln gehabt, die sozusagen die Leistung eben auf 35 kW reduziert haben, wenn du damals eine 1000er gekauft hast und die dann sozusagen runtergedrosselt hast. Das haben viele, viele Leute da draußen gemacht und es war auch sehr beliebt bei den Menschen. Doch am Ende gab es dann in Deutschland und in Österreich die Änderung, dass das nicht mehr legal ist und man darf jetzt nur noch die halbe Leistung sozusagen, also die halbe Leistung wegnehmen und dann ist es legal, sonst ist es illegal. Darauf hat die Industrie reagiert und hat ein komplett neues Konzept der Drosselung vorgestellt und das ist das, was auch unter mir heute fährt. Suzuki GSX-S 59. 1000 Kubik Superbike-Schwinge und gleichzeitig noch den K5 Motor, also eigentlich wahnsinnig gute Technik, die viel zu groß wäre, um sie im Endeffekt mit 18 Jahren zu fahren, weil es die große, die Suzuki GSX-S 1000 wesentlich mehr Leistung hat als 100 PS. Die unter mir, was das ist hier, hat nur maximal 95 PS und damit ist dieses Motorrad A2 konform. Sie stecken jetzt keine Vögel mehr in Motorrädern, sondern sie stecken jetzt andere Steuergeräte in die Motorräder und diese Steuergeräte drosseln die Leistung, drosseln den Motor auf maximal 95 PS. So. Dann müssen sie hingehen, müssen das Motorrad komplett neu zulassen. Und wenn sie dieses Motorrad neu zugelassen haben, können sie sagen, hey ja, da hast du als 18-Jähriger 1000 Kubik unter dir, kannst die fahren, kannst alle Vorteile davon nutzen und kannst dann, wenn du 20 Jahre alt geworden bist, das Motorrad offen fahren und hast eben unter dir 1000 Kubik. Früher bei den Gasdrosseln und bei den Drosseln im Auspuffanlagen war ich kein großer Fan, weil es die Motoren extrem zugestöpselt hat und dadurch im Endeffekt der Motor in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Jetzt mit der neuen Art der Drosselung, der Steuergeräte, finde ich die ganze Welt schon ganz anders, denn das Coole ist, der Motor läuft immer auf Standgas. Selbst bei 95 PS kannst du es komplett vergessen. Er läuft noch immer auf Standgas und das ist ein ziemlich geiler Faktor, denn wir lasten die Technik nicht so stark aus, wir belasten den Motor nicht so stark. Damit haben wir auch keinen Stress mehr, wenn wir zum Beispiel mehr fahren, viel fahren, die Wartungskosten halten sich dann ein bisschen mehr im Grenzen. Was mir auch gut gefällt daran, ich kann jetzt die ganzen Vorteile nutzen, die das Motorrad bietet. Zum Beispiel eine Superbike-Schwinge. Welches A2 Motorrad, was man mit 18 fahren darf, hat eine Superbike-Schwinge, so wie die Gixxer hier unter mir? Oder welches Motorrad, das ich mit A2 fahren darf, hat den K5 Motor von Suzuki drin? Extrem altes Aggregat, extrem druckstark. Ich möchte hier mal kurz die GPS-Messungen einblenden, wo dieses Motorrad mit 95 PS gelandet ist. Und das kann ich dann sogar zum kleinen Geldbetrag hier kaufen. Finde ich mega smart, mega schlau und mittlerweile muss ich meine Meinung revidieren. Meine alte Meinung, Drosseln scheiße. Ich würde jetzt sagen, Drosseln gut, wenn es über ein Steuergerät funktioniert, diese Drosseln. Slow down. Jetzt kommen nämlich die ganzen Fragen, die unter all meinen Videos zu diesem Thema stehen. Ja, aber das Motorrad hat 19 PS. Ja, das Motorrad hat 120 PS. Da will ich doch gar nicht mit A2-Führerschein fahren. Ohne Spaß, ich habe dieses Kommentar hunderte Male auf meinem Channel hier schon bekommen. Und das ist auch komplett richtig. Diese Motorräder darfst du auch mit 18 nicht fahren. Aber es gibt einen Haufen von großen 1-Liter Maschinen, die du mit 18 fahren darfst. Ich meine jetzt die Suzuki, ich meine jetzt von Ducati. Von vielen Marken gibt es eigene Kategorien, die nur für den A2-Führerschein gedacht sind. Wir hatten die Hypermotard zum Beispiel auch als A2-Führerschein-Motorrad schon im Test. Wir hatten einige A2-Motets, MT-09SP, XSR-900. All diese Fahrzeuge sind A2-konform, weil sie nur maximal 95 PS haben, weil sie das Steuergerät tauscht haben und damit nie die volle Leistung erhalten können.
Jetzt kann man natürlich noch zu ein, zwei Nachteilen. Nachteil Nummer 1 für mich aus meiner Sicht ist, dass eine 1000er natürlich ein anderes Gewicht mitbringt als eine, ja, sage ich mal, 300er. Das ist halt einfach nochmal eine andere Gewichtskategorie und kann halt einfach für Fahrer, die vielleicht nicht gerade die stärksten und kräftigsten sind, etwas schwieriger werden. Körpergröße spielt da wenig Rolle. Ich glaube, da spielt wirklich das Gewicht eine große Rolle. Ein A2 Motorrad, was speziell dafür konzipiert worden ist, hat halt einfach auch immer den Vorteil, es ist leichter als ein großes 1000 Kubik Motorrad wie das hier unter mir. Und der zweite Nachteil, der sich aber in Zukunft zu einem Vorteil entwickeln wird, ist, die Motorräder, die hier unter mir sind, können teilweise schwerer verkauft werden, weil die Leute einfach noch zu wenig darüber wissen, dass es diese Motorräder in A2-Konfiguration gibt. Suzuki hat es da wesentlich besser gemacht, finde ich, als alle anderen Marken. Bei Ducati sieht man es jetzt mittlerweile auch schon besser, aber viele sehen das Motorrad und glauben, das ist ein großes Motorrad. Suzuki hat daher eine andere Version gebaut mit ein bisschen einem abgeschwächten Fahrwerk, mit ein bisschen einem abgeschwächten Detail. Sie haben keine LED-Blinker und solche Spielereien haben wir halt einfach nicht bei dem Motorrad. Dafür ist es klar als A2-Führerschein ausgezeichnet worden. Im Konfigurator, also auf der Homepage, ist es klar und eindeutig. Andere Hersteller musst du da wirklich noch ein bisschen suchen. Also nehmt die Zeit, sucht mal danach, ob euer Traummotorrad A2-konform ist. Randfact übrigens für euch, ich weiß, dass dieses Motorrad hier unter mir sogar bei den Händlern relativ verfügbar ist. Das heißt, in Zeiten wie diesen, wo viele Motorräder nicht verfügbar sind, lohnt es sich vielleicht mal den Suzuki-Händler abzustecken und zu schauen, ob das die... Denn eins ist auch klar und das ist, finde ich, der größte Vorteil. Die technischen Errungenschaften in einem 1000er sind auf einem ganz anderen Niveau als in einer, keine Ahnung, 300er, 390er, in einer orangen, in einer blauen, ist völlig wurscht. Das hier unter mir ist ein echtes Motorrad, da sind extrem harte Zeiten dran gebrochen worden. Das sind Anforderungen an die Bremsanlage, an die Schwinge, an den Rahmen, die werdest du niemals ans Limit führen mit der abgeschwächten Version. Und das macht das Motorrad so verzeihend, so intelligent, so leicht handelbar. Und das sind die riesen Benefits, die ich heute rausgeben kann an gedrosselte Fahrzeuge, die, Achtung, an ein Steuergerät gekoppelt sind, die Drosseln. Ich kann auch immer davon schwer abraten, Motorräder mit Drosseln zu drosseln, denn Drosseln sind Vögel und das wäre Tierquälerei, wenn man die Motorräder steckt, finde ich persönlich, und vor allem, es macht den Motor aktiv kaputt. Ich kann mich an meine 50er-Zeit noch erinnern und es gibt einen Grund, warum so viele 50er-Hersteller jetzt keine Motorräder mehr verkaufen. Derby zum Beispiel hat auch aufgehört damit, weil die Drosseln dann aber schon so arg waren, dass man sie nicht mehr nutzen konnte und auf jeden Fall nicht mehr damit fahren konnte. Das ist sehr traurig, sehr sad, aber ich hätte gesagt, trotzdem. Ein interessanter Punkt und ich bin gespannt, wie ihr zum Thema Drosseln steht. Habt ihr ein gedrosseltes Motorrad gekauft? Wie findet ihr die neue Entwicklung der Hersteller, dass immer mehr sozusagen das groß machen und dann den Leuten Fahrzeuge geben, die sozusagen speziell für das ausgerichtet sind und nicht mehr sozusagen spaßhalber mit einer Gasdrossel gedrosselt werden oder so, sondern wirklich eine eigene Abstimmung dafür machen und diese eigene Abstimmung auch echt Geld kostet. Denn klar ist auch eins, so ein Motorrad, das wir hier unter mir fahren, das muss die ganze Zulassung nochmal durchmachen und muss neu zugelassen werden, weil es eine andere Fahrzeugnummer hat als sozusagen das Ursprungsmodell. Das heißt, es sind schon ziemlich teure Kosten und vor allem softwaretechnisch muss da auch einiges umgeschrieben werden, weil die Fahrzeuge sonst nicht richtig funktionieren. Auch ganz klar, das muss abgestimmt sein, ein Motorkonzept muss funktionieren, muss rundlaufen. Wir kommen jetzt auch noch zu einem Thema, was ein bisschen schwieriger vielleicht zu sehen ist und vielleicht nicht der eine oder andere mag, aber ich finde, zwecks der Transparenz kann man das durchaus in so einem Video verpacken. Man kann sich theoretisch, hypothetisch für die Rennstrecke möglicherweise, ohne dass ich es ausprobiert habe, Ausrufezeichen, die volle Leistung zurückholen. Wir haben das ganze Steuergerät mal zu einem Tuner gegeben, zum Tuner unseres Vertrauens, nicht dieses hier, sondern von einem anderen Motorrad, und haben ihn mal gefragt, ey, schau mal in das Steuergerät rein, kannst du das vielleicht so machen, dass wir die volle Leistung haben, ohne dass wir das Steuergerät tauschen müssen? Denn klar ist auch eins, wenn du das Steuergerät tauschen würdest, kommen hohe Kosten auf dich zu, es wäre nicht mehr typisiert, bla bla bla. Ist es so auch nicht, aber es ist günstiger. Kann ich die volle Leistung mir hier ins Motorrad reinholen? Und dann kam die Antwort ziemlich abrupt, nachdem wir es einen Tag bei Ihnen hatten, ja, es ist machbar. Das heißt, das Steuergerät ist so umprogrammierbar, dass du hier die vollen Leistungen von einem Suzuki GSX-S rausholen könntest, in der Theorie.
Es ist aber nur für die Rennstrecke, es ist nicht mehr straßenlegal und du verlierst damit garantiert deine Zulassung. Und deswegen würde ich es dir auch nicht empfehlen. Auch wichtig, du kannst es nicht duplizieren lassen neu. Du müsstest nicht dann die neue Leistung eintragen lassen. Und soweit ich das verstanden habe, ist das nicht so einfach möglich. Ergo, es macht keinen Sinn, das zu tun. Verkauf es dann lieber als A2-Motorrad. Und ganz ehrlich, bei den Messwerten brauche ich nicht mehr. 95 PS reichen mir zu 100% für die Straße aus. Und deswegen, wenn ich dich jetzt zu dem Thema begeistern konnte und dich angesprochen habe, abonniere diesen Kanal kostenlos. Und ein Testvideo zu Suzuki GSX S59 kommt bald auf euch zu, weil ich habe es das ganze Jahr gefahren, bin schon einiges zurückgelegt, jetzt kommt bald der 1000er Service und dann kommt ein großes Video zu diesem wunderschönen Motorrad. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und fährt euch!